Hallo Fleischfreunde, herzlich willkommen bei Don Kane. Wir sind hier in Rostock, Neandertal in Mettmann und heute gibt es einen leckeren Cottage Pie aus dem Dutch Ofen. Hier ist jetzt das Fleisch, was wir für unseren Cottage Pie benutzen. Irischer Weideochse, das Entrecote, schön fein marmoriert und intensives Aroma. Die Tiere leben über 300 Tage im Jahr draußen auf den Weiden, haben naturnahe Fütterungen mit Gras und Heu, natürlich antibiotikafrei und das sorgt für einen intensiven Geschmack und ein tolles Aroma. Das Fleisch werden wir gleich durch den Fleischwolf drehen. Dazu werden wir erst das Fleisch in Streifen schneiden und dann habe ich dazu die 8 mm Scheibe eingelegt, damit die Körnung nicht zu fein wird. Wir wollen dahinter noch was Ordentliches zu beißen haben. Unser Fleisch ist durchgewolft, sieht sehr gut aus. Jetzt werde ich noch ein bisschen Wurzelgemüse klein schneiden und dann werde ich alles im Dutch Ofen kräftig anrösten. Der Dutch Ofen ist ja im Prinzip einfach nur ein gusseiserner Topf mit Deckel, den man über offenem Feuer betreiben kann. Ich habe meinen schon auf glühende Kohlen gestellt, damit er schön vorheizen kann. Wenn wir unser Fleisch und Gemüse angebraten haben, geben wir etwas Tomatenmark dazu, würzen mit Salz, Pfeffer und Paprika und dann löschen wir das Ganze mit Guinness und Rinderbrühe ab. Unser Cottage Pie ist auf einem guten Weg. Jetzt kommen noch ein paar Zutaten rein, bevor wir den Deckel schließen. Ich schneide hier gleich noch ein bisschen Paprika klein, das kommt mit rein. Dann habe ich hier vorgekochte Erbsen, dann würze ich gleich noch mit Rosmarin, Thymian und Worcestersoße. Das kommt alles mit dazu, dann schließen wir den Deckel und dann werde ich glühende Kohlen auch auf dem Deckel verteilen. Denn darauf möchte ich noch einen anderen Topf setzen, in dem ich das Kartoffelpüree für unseren Cottage Pie koche. Für das Püree werde ich jetzt ein paar Kartoffeln schälen und klein schneiden. Die werden in dem oberen Topf dann gekocht. Wenn die dann gar sind, werde ich ein schönes Püree daraus machen. Das Besondere an dem Püree ist, dass da zwei Eigelbe mit reinkommen und 150 Gramm geriebener Cheddar-Käse. Der sorgt dafür, dass wir eine besondere Kruste und ein schönes Aroma bekommen. Unser Ragout und unser Kartoffelpüree sind fertig. Jetzt werde ich hier gleich den Thymianzweig und den Rosmarinzweig rausnehmen, die ganze Sache nochmal abschmecken und dann kommt das Kartoffelpüree als gleichmäßige Schicht oben drauf. Darüber geben wir dann nochmal etwas Käse. Schließen den Deckel, werden wieder glühende Kohlen oben auf den Deckel auflegen und werden das Ganze nochmal für ungefähr 20 Minuten lang überbacken. Unser Cottage Pie ist fertig und er sieht wirklich fantastisch aus. Ich werde jetzt die Portion anrichten und probieren. Das Fleisch und das Gemüse sind wunderbar abgeschmeckt, schön herzhaft und kräftig im Aroma. Das Kartoffelpüree ist richtig schön käsig-cremig, ein absoluter Hochgenuss. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß beim Zusehen und ich wünsche euch auch viel Spaß beim Nachmachen, denn das lohnt sich auf jeden Fall. Gebt uns einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Bis bald, euer Olli von Don Kane.